Zeiten der Corona-Quarantäne und des erzwungenen Homeoffice-Betriebs sind praxistaugliche Kommunikationslösungen ein Kernpunkt für die Fortführung des Geschäfts im digitalen Bereich. Meetings virtuell abzuhalten ist mit den Tools, die 2020 verfügbar sind, keine Kunst. Wir verfügen über eine große Palette an Videomessengern. Denken Sie etwa an WhatsApp im privaten Bereich, an einen Facebook-Messenger oder auch an Systeme wie Skype, Google Hangouts, Microsoft Teams und so weiter. Ein in letzter Zeit sehr populär gewordener Messenger ist das amerikanische Unternehmen Zoom. Das hat zwei Gründe. Zum einen zeichnet sich Zoom durch eine sehr, sehr einfache Bedienbarkeit aus. Es gibt Integrationen zu verschiedenen Kalendersystemen, die die Organisation und das Anlegen von Meetings zum Kinderspiel machen. Nicht zuletzt, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, ist Zoom auch in der Gratis-Version vollkommen uneingeschränkt für bis zu 100 Teilnehmer verfügbar. Allerdings bleibt die Meetinglänge dabei auf 40 Minuten beschränkt. Das ist die kostenlose Basic-Version. Wer längere Meetings abhalten möchte, muss sich eine Pro-Version zulegen. Die gibt es um 13,99 Euro pro Monat. Auch hier können Sie dann bis zu 100 Teilnehmer in Ihren Meetings haben. Und es handelt sich bei Zoom eben wirklich um ein Messenger-System, also nicht um einen reinen Video-Broadcast. Das bedeutet, alle Teilnehmer des Meetings können auch mitdiskutieren, den Chat benutzen und sind eben live per Videobild zugeschaltet. Die größeren Pakete, da bekommen Sie mehrere Teilnehmer, eben bis zu 300 oder bis zu 500 Teilnehmer. Wer Webinare anbieten möchte, der kann auch zusätzlich Pakete für Abstimmungen und andere interaktive Tools buchen. Für die Abhaltung normaler Meetings eignet sich die Basic-Version, wenn Sie mit 40 Minuten Zeit auskommen, oder eben die Pro-Version für längere Meetings. Sie können nicht nur mit den einzelnen Teilnehmern sprechen, sondern jeder Teilnehmer des Meetings kann auch seinen Computerbildschirm freigeben. Wie funktioniert die Organisation von Meetings mit Zoom im Detail? Entweder können Sie, nachdem Sie sich registriert haben und eingeloggt sind, hier auf ein Meeting veranstalten klicken. Und Sie haben dann die Wahl mit oder ohne Video oder nur mit Bildschirmfreigabe. Sie müssen beim ersten Mal die Browser-Extension für Zoom installieren und anschließend können Sie dann direkt das Meeting öffnen. Sie sehen hier im Zoom-Fenster als Moderator haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie wählen hier aus, welches Mikrofon bzw. welche Lautsprecher Sie verwenden möchten. Besonders wichtig, wenn mehrere Geräte an Ihren Computer angeschlossen sind. Hier dasselbe mit Video. Wie Sie hier sehen, unterstützt Zoom auch sogenannte virtuelle Hintergründe. Das heißt, Sie können also hier einen beliebigen Hintergrund einstellen. Dazu ist nicht einmal ein Greenscreen notwendig. Außerdem sind die eingebauten Bildverbesserungsalgorithmen besonders weiblichen Meeting-Teilnehmern recht willkommen, da sie tatsächlich Hardware-Schminke weitgehend überflüssig machen. Sie haben dann hier die Möglichkeit, weitere Teilnehmer zum Meeting einzuladen. Das passiert in der Regel über E-Mail. Wie treten diese Teilnehmer dem Meeting bei? Sie erhalten von Ihnen einen Link, klicken auf diesen Link, installieren, wenn Sie Zoom das erste Mal verwenden, die erwähnte Browser-Extension. Ansonsten startet das Meeting eben direkt. Meetings haben auch einen integrierten Chat, über den man entweder Textnachrichten schicken kann an alle oder an einzelne Meeting-Teilnehmer oder auch Dateien teilen. Sie können Ihre Zoom-Meetings aufzeichnen in der Cloud oder am lokalen Rechner. Auch sehr praktisch, wenn man die Inhalte später allen zur Verfügung stellen möchte. Und wie bereits erwähnt, ist es auch möglich, Ihren Bildschirm zu teilen. Das funktioniert mit diesem grünen Button hier unten. Wenn Sie mehrere Bildschirme im Rechner angeschlossen haben, dann wählen Sie den jeweiligen Bildschirm aus und die Teilnehmer des Meetings sehen dann in weiterer Folge die Inhalte auf Ihrem Rechner. Sie können bei mehreren Teilnehmern auch die einzelnen Teilnehmer nach Bedarf stumm schalten, eine recht nützliche Funktion bei vielen Teilnehmern, und einzeln aktivieren. Wie Ihnen vielleicht auch auffällt, es ist nicht notwendig, bei Zoom ein Headset zu verwenden, macht es auch sehr angenehm für Mikros. Die Software hält die Rückkoppelungen sehr gut im Griff, sodass man hier nicht durch große Ohrenstöpsel oder anderweitige Dinge eingeschränkt ist. Eine der größten Stärken von Zoom ist das Vorausplanen von Meetings. Das können Sie entweder hier über Ihren Zoom-Account machen mit der Funktion
ein Meeting planen. Daraufhin öffnet sich hier eine Eingabemaske. Sie vergeben Titel, eine Beschreibung, die Uhrzeit und haben hier noch diverse Optionen, etwa ob ein Passwort verwendet werden soll, ob das Video vom Moderator und Teilnehmer zu Beginn des Meetings gleich aktiv sein soll. Ja, recht selbsterklärende Optionen. Sie speichern dann dieses Meeting und solche geplanten Meetings finden Sie dann in Ihrem Profil und Sie können sie von hier aus direkt starten oder Sie können eben den betreffenden Teilnehmern den jeweiligen Meeting-Link zuschicken, per E-Mail, per LinkedIn, wie auch immer. Eine besonders praktische Funktion ist die Integration mit üblichen Kalendern, beispielsweise mit Outlook oder mit dem Google-Kalender. Wenn Sie das entsprechende Outlook-Plugin installieren, beziehungsweise die entsprechende Browser-Extension, dann können Sie hier beim Eintragen von neuen Terminen mit diesem blauen Button Make it a Zoom-Meeting alles automatisch im Hintergrund erledigen. Das heißt, Sie würden hier, wie Sie es von Ihren Terminen gewohnt sind, einfach den Namen eingeben, gegebenenfalls Gäste mit deren E-Mail-Adressen hinzufügen und am Ort entfällt dann in diesem Fall, da, wenn wir jetzt hier, ich plane das Meeting mal beispielsweise für 16.30 Uhr, wenn ich hier auf Make it a Zoom-Meeting klicke, dann wird hier im Ortsfeld automatisch das Meeting angelegt und die jeweilige URL eingetragen. Der Klick aufs Meeting startet die virtuelle Besprechung dann eben genauso, wie Sie es bereits vorher gesehen haben. Ich habe hier eingestellt, dass das Video standardmäßig nicht gestartet wird, muss also hier noch auf Video starten klicken und müsste dann nur mehr auf meine weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten. Welche Hardware und technische Ausstattung benötigen Sie, um Zoom zu nutzen? Grundsätzlich nur eine Videokamera und ein Mikrofon. Die meisten Laptops haben Webcams eingebaut. Sie können Zoom allerdings auch über die Smartphone-Applikation auf Ihrem iPhone oder Ihrem Android-Telefon benutzen. In beiden Fällen sollten Sie darauf achten, sich in ruhiger Umgebung zu befinden. Bei Videokonferenzen ist es sehr, sehr wichtig, dass die Teilnehmer gut verständlich sind. Je nach der Qualität Ihres eingebauten Mikrofons, je nach der Umgebungslautstärke, kann es durchaus Sinn machen, ein zusätzliches externes Mikro anstatt des Smartphone-Mikrofons oder anstatt des beim Laptop eingebauten Mikrofons zu verwenden. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie mit Ihrem Laptop oder mit Ihrem Rechner aufnehmen, dann finden Sie ein breites Spektrum an USB-Mikrofonen, die man einfach nur ansteckt und die recht gute Tonqualität bieten. Oder Sie könnten auch ein Lavalier-Mikrofon verwenden, die gibt es mit Anschluss für Smartphone oder eben für den Laptop. Egal, ob Sie mit Webcam am Computer oder mit Smartphone filmen, ich empfehle Ihnen in jedem Fall, sich ein kleines Stativ zuzulegen. Da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr preisgünstige Sets, vor allem aus der Streaming-Szene. Hier in Kombination mit einem Ringlight und Sie können Ihre Webcam dann hier draufgeben, die handelsüblichen Webcams, etwa diese Logitech 900er Serie, die haben Gewindeanschlüsse oder Sie können auch einen solchen Halter verwenden und dann eben entsprechend Ihr Smartphone hier reingeben. Warum das Stativ? Einerseits ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Kamera eine ruhige Position einnimmt. Das Bild soll ja nicht wackeln. Also das Handy selbst in der Hand zu halten, ist nicht die beste Idee dabei. Und zum Zweiten gibt es Ihnen auch die Möglichkeit, die Kamera auf Augenhöhe zu positionieren. Beim Laptop sind die Kameras meistens am oberen Ende des Displays eingebaut. Das heißt, Sie schauen dann immer runter. Auch nicht so der optimale Blickwinkel. Das heißt, wenn Sie wirklich gute Qualität haben wollen, achten Sie auf ruhige Umgebung. Legen Sie sich eine Webcam und ein Stativ, eventuell ein USB-Mikro zu. Das bekommen Sie alles zusammen um deutlich unter 100 Euro. Und dann sind Sie auch perfekt ausgestattet für qualitativ hochwertige Videokonferenzen.